herzlich willkommen am Ursprung 2010, das internationale Pfadfinderlager. Sie haben es gerade besichtigt. Was fasziniert Sie hier oder was haben Sie gesehen? Also mich fasziniert dieses Lager absolut. Mich fasziniert die Internationalität, mich fasziniert auch der Spaß und die Begeisterung und die Freude, mit der die Kinder und Jugendlichen hier sind. Es ist rundherum eine absolut gelungene Veranstaltung hier. Ich finde das großartig und danke allen, die hier beteiligt sind, die das erst möglich gemacht haben. Waren Sie selber Pfadfinderin? Nein, das gab es bei mir zu Hause nicht, aber ich glaube, es hätte mir großen Spaß gemacht. Kurz aufs Thema Ehrenamtlichkeit. Es sind ja hier über 1000 Ehrenamtliche tätig für die Kinder und Jugendlichen. Welchen Stellenwert hat die Ehrenamtlichkeit für Sie? Die Ehrenamtlichkeit ist bei uns gar nicht wegzudenken. Und in Österreich sind wir in Wahrheit ja ein Land der Ehrenamtlichen, wenn man bedenkt, dass rund 3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher ehrenamtlich tätig sind. Rund die Hälfte davon sind unter 30 Jahre alt. Welchen Wert hat die Kinder- und Jugendarbeit, die auch die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs leisten, für den österreichischen Staat? Ja, die Kinder- und Jugendlichenarbeit ist von ganz großer Bedeutung, weil hier vieles für die Kinder getan wird, für die Jugendlichen getan wird, was sonst nicht geleistet werden könnte. Also wenn das nicht die Freiwilligen tun würden, wenn das nicht die Pfadfinder tun würden, hätten wir ein Problem. Über 28 Nationen sind hier, von Schweden bis Hongkong, von Sri Lanka über Deutschland, Österreich, sämtliche Bundesländer sind hier, bis in die USA und Mexiko sowie Brasilien. Was denken Sie über diese Mischung, diese Internationalität? Ich finde das absolut spannend, weil es bereits den Kindern und Jugendlichen die Chance gibt, über die Grenzen hinauszublicken, damit über den Tellerrand hinauszublicken, weil es gibt nichts Schlimmeres als Engstirnigkeit. Und ich glaube, da wird ein wichtiger Beitrag geleistet, dass bei uns der Nachwuchs nicht engstirnig wird. Und das finde ich großartig. Man kann die Netzwerke knüpfen, Freundschaften schließen und das über die Grenzen hinaus. Wirklich eine tolle Möglichkeit, die den Kindern und Jugendlichen hier geboten wird. Die österreichische Pfadfinderbewegung feiert das 100-jährige Bestehen. Über 85.000 aktive Kinder und Jugendliche und Jugendleiter, über 250.000 Österreicherinnen und Österreicher waren bei den Pfadfindern dabei. Was wünscht man jemandem zum Geburtstag? Ja, ich wünsche den Pfadfindern auch für die nächsten 100 Jahre alles Gute und so viel Erfolg, wie sie bisher schon hatten, und wünsche ihnen viel Nachwuchs, viel interessierte Kinder und Jugendliche, weil die Pfadfinder sind großartig, leisten Großartiges, und das soll es auch die nächsten 100 Jahre geben.